Ärztin und neben mir habe ich den Visionär bzw. denjenigen, der das hier alles auch so toll umgesetzt hat, nämlich den Herrn Henrik Reuter. Wir sind froh, dass wir bei euch sein dürfen und ja, es ist ja viel passiert, aber es kommt noch ganz viel dazu, habe ich gehört. Ja, das ist richtig. Aber erstmal zunächst erstmal herzlich willkommen ja hier im Westerzgebirge in den Badegärten in Sachsen. Und ich freue mich natürlich erstmal, dass wir hier diese WM ausrichten können. Das ist ja auch für uns das erste Mal. Ich freue mich wahnsinnig, dass so viele Teilnehmer kommen. Ja, es ist also ganz viel bunt vertreten, also international im Grunde genommen hier diese WM. Und ihr habt ja auch sehr schöne Saunen zu reden. Also man kann sich ja hier wirklich austoben und wohlfühlen. Ja, das ist richtig. Also diese Saunahütten, die man hier sieht, die kommen alle original aus Russland, sind direkt in Sibirien hergestellt worden, 6000 Kilometer von uns hier entfernt. Ja. Und dort haben wir also russische Freunde, die für uns diese Hütten aufbauen. Die werden dann wieder nummeriert, abgebaut, auf LKW verladen und hier von unseren eigenen Zimmerleuten dann wieder aufgebaut. Ja, so schaut es auch aus. Also wirklich für mich der Inbegriff von Sauna. Also so stelle ich es mir vor, ja, so urig und ja, Hexenhaus, Brotbackofen, was ich alles gesehen habe, aber auch japanisch. Ja, ist richtig. Also wir versuchen, also unser Hauptkerngeschäft ist natürlich diese russische Sauna, dieses russische Dorf. Es passt natürlich hier wunderbar in die Region. Wir haben im Winter hier einen Meter Schnee. Ja, und das ist eben ein Stück Saunakultur, so wie man es in vielleicht Finnland, in Finnisch-Karelien, in Russisch-Karelien oder auch in Sibirien findet. Und wir haben uns immer bemüht, die Saunakultur so original wie möglich herüberzubringen. Also so wie diese Saunahütten schon seit vielen, vielen Jahrhunderten bestehen, also diese echte finnische Sauna oder diese typische russische Banja, die weiße Banja, aber eben auch die schwarze Banja, die Rauchsauna, ja, ne, oder die finnische Savu-Sauna, die Erdrauchsauna, alle diese Dinge findet man. Und ich war auch vor vielen Jahren in Japan unter anderem auch und habe dort ein uraltes japanisches Kamaburo kennenlernen dürfen. Das ist ein Steinschwitzbad. Und wir haben dann einen kleinen Bereich in unserem Haus hier geschaffen, wo ein kleiner japanischer Garten auch entstanden ist, wo man also dieses Schwitzen in einem Kamaburo nachempfinden kann. Und das ist ein ganz anderes Schwitzgefühl, wie man vielleicht in einer finnischen Sauna oder in einer russischen Banja hat. Wir haben ja hier die Besonderheit, damit halt die Leute auch oder die Gäste auch nicht, die ja nicht alle Platz finden in den Saunen, trotzdem ja in diesen Hochgenuss zumindest visuell kommen können, ja, habt ihr ja hier nämlich doch diese riesen Videowall aufgebaut. Genau, wir haben heute noch ein ganz großes Projekt vor uns, die Videowand steht. Ja. Jetzt müssen wir bloß noch schauen, dass wir ein Bild aus der Sauna oder dass wir auch aus den WM-Saunen herausbekommen, ja, damit wir morgen dann die Aufgüsse live aus den Saunen für die restlichen Gäste in der Anlage überbringen können. Also wir drücken allen Teilnehmern die Daumen und wünschen ihnen toi 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 und alles möge Gute, der beste Folge, jawohl, gewinnen. Dankeschön. Für die Dünne, die Welle. Sauna. Ist doch cool, Madame. Ich bin Spaßverbinder. Rararum. Sauna. Ist cool. Ich bin Spaßverbinder. Rararum. Sauna. Ist cool. Ich bin Spaßverbinder. Madame. Sponsoring Media Event präsentiert ja hier die Sauna WM live und in Farbe über diese Wahnsinnswolke, die hier aufgebaut wird. Und ja, neben mir ist der Inhaber Jens Baumgärtler und er wird dafür sorgen, dass alles gut läuft. So machen wir das, jawohl. Super, danke schön. Dankeschön.